So. Jetzt kann ich hier nämlich in das Feuerding hin. Gut. Du. Was? Frech. Absolut frech. Das Blöde ist halt die Rubine. Die silbernen Rubine, die speichern sich nicht. Deswegen muss ich das jetzt quasi einmal nach und nach machen. So. Okay. So, einmal. So, jetzt gehe ich hier links hin. Ich muss da nämlich zuerst hin. Okay, jetzt mal hier. So. So. Gut. Und jetzt kann ich nämlich das hier wegmachen. Läuft, oder? Strong. So, und jetzt muss ich da hinten hin, wo ich ja schon einmal war. Nee, Freundchen. Mich greifst du nicht an. So, und jetzt muss ich hier rüber. Einmal, zweimal und wieder zurück. Zack. Zack. Und jetzt muss ich da rüber. Ach so, das gibt's einfach nicht. Also muss ich jetzt hier schnell sein. Da hätte nicht mehr viel gefehlt, sage ich mal. Hätte nicht mehr viel gefehlt. Sehr schön. Und noch ein Herzchen. So. Nur noch ein Siegel. Darunia. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. Ganz sweet, dass jeder nochmal so eine eigene kleine persönliche Note mitbringt, ne? Und nicht immer der gleiche Standardtext von wegen Siegel ist gebrochen, beeil dich links, sondern wirklich jeder hat nochmal so einen kleinen, ne? Kleine Individualisierung bekommen. So. Ein Siegel to go. Und das ist das Ding, wo ich jetzt natürlich einmal hinkomme. Bam. Überhaupt nicht übertrieben. So. Ich dachte, das wäre ein Dings gewesen. Habe ich doch getroffen, Mensch. Ich drehe jetzt einfach so lange, bis ich die Frit treffe. Na gut. So. Jetzt nehme ich mit. Ein Schlüssel. So spare ich mir quasi die restlichen Truhen. Thank you.
Und eine weitere Truhe. Schön. Da-da-da-da. So. Und hier ist es wieder ganz schnell, Rubine sammeln. Oh Gott. So, da ist noch einer. Und dann da oben ist auch noch einer. So. Hat gereicht. Oh Gott. So. Ja, nur hier ist ja nichts. Ja, weil es hier noch einen Durchgang gibt. Oh Gott. Ach, wenn ich diesen Schatten schon höre, ne, ich krieg da immer so Herzrasen. Ich hasse diesen Schatten. Wirklich, der ist wirklich unnötig. So. Und das letzte Siegel ist nun auch gebrochen. Ah, Grauruh. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Und somit kommen wir jetzt in den Turm hinein. Oh yeah. Nice. So, jetzt mal kurz verkleide ich mich nochmal als Grüner. Ach so, Quatsch. Wollte mich verkleiden. So. So, aber bevor ich da reingehe, wollte ich ja draußen noch was gucken. Da kam ich nämlich nicht mit den normalen Krafthandschuhen hin, sondern erst mit den... Ich komme da erst mit den Titanhandschuhen hin. Und das wäre etwas, was ich auf jeden Fall haben möchte. Ich kann ja schon einmal die Ocarina rausholen. So, und zwar hier links lang. Durch die Steine hier. Da ist hinten nämlich noch so ein riesiger Fels, den ich jetzt entfernen kann. Snack! Hier ist nämlich noch eine Fee. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Deswegen brauchte ich die Fee noch unbedingt. Damit ich ein bisschen mehr aushalte. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu.
Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Wie sie mal lacht. Genau, die Herzen sind jetzt nämlich so ein bisschen weiß umrundet. Fett umrundet und ich habe das Gefühl, dass die jetzt auch roter sind, aber keine Ahnung, vielleicht kommt mir das nur so vor. Genau, jedenfalls bin ich jetzt besser geschützt und halte ein bisschen mehr aus. Das war noch wichtig, bevor es richtig in den Turm reingeht. Das ist noch eine Skulptur, aber ich glaube, die brauche ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Jetzt ist ja quasi schon fast zu Ende. Und ich gehe jetzt nicht nochmal extra zum Skulpturhaus, wobei ich, glaube ich, eh nichts weiter freigeschaltet habe. So viel mehr habe ich jetzt gar nicht mehr gesammelt. Dementsprechend gehe ich jetzt einfach rein. So, das Auge der Wahrheit brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal hier den hier. Auf geht's in den Turm. Das Finale beginnt. Ja. Man hört schon eine Orgel im Hintergrund. Ja. Die sind natürlich fix weg. So. Ne? Easy. Das jetzt ein paar Mal. Und dann wartet jemand ganz Besonderes auf uns. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Oh, lästig. So. Hallo. So. Das ist hier schon die Boss-Truhe. Also die Master-Key-Truhe. Master-Schlüssel-Truhe. Weiter Weg ist es nicht mehr. So, noch eine Etage höher. Na, wer ist hier? Oh Gott. Zack. So, der weg. Rückwärtssalto, Vorwärtssalto. Vorwärtssalto, Quatsch. Sprungangriff. Rückwärtssalto, Sprungangriff, so. Jo, das war's. Weiter geht's. Tadam. Tadam. So. Die ganzen Sachen sind einfach spät. Hier könnte ich mir jetzt noch Ausrüstung holen, aber ich habe soweit alles. 24 Pfeile sollten auch ausreichen. Ach ja, apropos Pfeile. Ich rüste schon mal die Lichtpfeile aus. Und es geht los, meine Freunde. Es geht los. La Grand Finale. So. Eine lange Treppe. Aber wir sind jetzt angekommen. So, kurz nochmal die Hände abtrocknen. Einen Schluck trinken. Und es geht los.
Die Fragmente des Triforce. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinen. Die fehlenden zwei Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Endlich. Endlich! Die drei Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente, ich befehle es. Nee, Freundchen, so nicht. Link, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Link. Alles gut, Navi. Großmeister des Bösen, Ganondorf. So. So, jetzt heißt es eigentlich nur, seine Blitze. Aua. Zurückschießen. Wenn's klappt. Mit der Wirbelattacke geht es immer am besten. So, und jetzt, wenn er betäubt ist, mit dem Lichtpfeil abknallen. Hier rüber. Und mit dem Schwert abknallen. Ah, verdammt. Oh, einmal nicht im Kreis gedreht, schon ist es schwierig. Ich könnte auch versuchen, normal anzugreifen, aber ich finde, mit der Wirbelattacke ist es sicherer. Sehr gut. Boah. Ich sag euch, das Begeron-Schwert, ne? Beste Geheimwaffe. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind, das darf nicht sein. Link. Oha. What's happening? Das Zelda. Wir haben sie gerettet. Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Oh oh. Unglücklich. Link, hör zu. Der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell. Wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Okay. Speedy Gonzales wieder hier am Start. Let's go, let's go. Oh Gott, mich bitte nicht hier runterschubsen. Das wäre nett. Dankeschön.
Schwein da. So. Okay. Weiter geht's. Aua. Okay. Nochmal letzte Anspannung zum Ende. Nach dem Fight. Nee, ich bin da. Nicht mal umgucken. Einfach rennen, Zelda. Ich komm schon hinterher irgendwie. Mach dir keine Sorgen. Ich wupp das schon. So. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh no! Wer ist dafür verantwortlich? Ach nee! So, und ich glaube, die spawnen hier auch nach. Deswegen müssen die recht schnell erledigt werden wieder. So, aber kein Problem für das Biggeron Sword. Hab Dank, Link. Schnell, lass uns fliehen. Yes, aber sowas von. Das war's schon, oder? Ich glaube, hier kam, nach dem hier kam kein Raum mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin da, ich bin da. Gut. Aufregend. Aua. Ach nö. Oh nein, oh nein, das ist jetzt doof, das ist jetzt doof. Bitte nicht, bitte nicht. Oh ja, komm. Ach, okay, gut. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich noch einmal von denen gefressen worden wäre. Ich habe es bisher immer gut geschafft. Aber alles gut gegangen. Alles gut gegangen. So. Puh. Geschafft. Da kracht es zusammen. Es ist vorüber. Alles. Link, tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte.
Aber das war's noch nicht. Er hat überlebt. Oha. Ganon. Ja, ich habe jetzt kein Masterschwert mehr. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. So, genau. Der hat jetzt mein Schwert... Oh. Mein Schwert hat er jetzt weggehauen. Aber ich habe ja noch mein Bigoron-Schwert. Das kann ich einfach weiterhin ausrüsten. Ja, normalerweise müsste man jetzt mit dem Hammer spielen, aber wie gesagt, ich habe ja jetzt mein Bigoron-Schwert noch. Aua. So. Ich muss ihn quasi jetzt immer weglocken oder halt zum Schlag ausholen lassen. Und quasi... um ihn herum und dann den Schwanz schlagen. Theoretisch. Hehe. So, das ist jetzt hier auf einer Kamera echt blöd. So, das war ein guter Treffer. So, noch ein Treffer. Sehr gut. So, ihn triggern lassen, damit er zuschlägt. Und dann nochmal ein Treffer. So, und das gleiche nochmal. Aua. Ah, diesmal hat er mich getroffen. Das ist schade. Aber ich habe ihn auch getroffen. Haha. So, nochmal. So, diesmal passt er ein bisschen mehr auf. Ah, verdammt. So. So. Link, das Masterschwert. Es ist hier, schnell. Genau, jetzt muss ich schnell das Masterschwert holen. Spiele Gonzales. So. Und jetzt. Ach so. Jetzt muss ich das gleiche nochmal machen, quasi. Aber diesmal. Oh Gott. Aber diesmal nehme ich das Masterschwert. Oh, der hat sich aber schnell umgedreht. Ah, verdammt. Kann ich ihn eigentlich blenden mit Pfeilen? Ah ja, Tatsache. So. So. Und noch einmal. Bams. Na, ja, ich dachte, ich schaffe eine Sprungattacke. Anscheinend nicht. So, noch einmal.
Oh. So, noch einmal. Boah, wie lange hält. Wie viel hält er denn bitte schön aus? So. So, jetzt aber. Ha! Meine Güte. Oh yeah. Ich versuche Ganon mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Oh yeah. Alles klar. Nein, nicht. So. So. Bam. Oh, ihr sechs Weisen, es ist soweit. Sendet eure Kraft. Ihr Erschaffer Hyrules, öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Wow. Du widerlicher. Ich verfluche dich, Zelda. Ich verfluche euch, ihr Weisen. Ich fluche dich, Link. Eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Ja, ja, du. Verrotte in deinem Gefängnis. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Aber du kannst uns nichts tun. Danke, Link. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt. Hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung. Ich konnte noch nicht wissen, welche Fairnesse sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Link, gib mir die Ocarina. Als einer der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückbringen zu können.
Aber was ist, wenn ich nicht will? Nun herrscht wieder Friede in Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Gehe nun, Link. Hole die verlorenen 7 Jahre nach. Gehe nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist, als der du aufwuchst. Danke, Link. Lebe wohl. Tja. Das war's, meine Freunde. The Legend of Time. Geil. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist halt auch einfach geil. Also auch nach all den Jahren ist es halt echt ein Banger. Zu Recht die 99er Wertung bekommen auf Metacritic. Ja, nee. Ja, 96 war das, ne? 96 oder 97 ist es ja rausgekommen. Also für die Zeit. Echt krass. Also ist auf jeden Fall gut gealtert. Definitiv. Wie gesagt, die Steuerung ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich bin jetzt sehr froh tatsächlich, dass das Spiel vorbei ist. Aber wie gesagt, Steuerung hat sich ja über die Zeit gewandelt. Ist ja klar. Genauso wie Storytelling, Worldbuilding und so weiter und so fort. Ist ja klar. Aber ja. Echt schön. Und es ist ja quasi, es ist ja so eine Semi-Open World. Du hast ja die Möglichkeit, wie gesagt, du hast die Möglichkeit, erst in den Wassertempel zu gehen und dann in den Feuertempel, theoretisch. Und die Welt ist ja recht weitläufig. Und du kannst bei diversen Stellen ja Sachen erledigen, entweder früher oder später. Deswegen würde ich das halt einfach als Semi-Open World betiteln. Und das zu der Zeit, ne? Ja. Schön. Einfach schön. Und ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich das jetzt als Projekt spielen konnte. Für Twitch oder halt für YouTube. Ich glaube, ich mache aktuell auch erstmal nur YouTube. Das mit Twitch lasse ich erstmal ruhen. Weil es mir einfach besser tut. Einfach offline immer dann zu spielen und aufzunehmen, wenn ich halt Bock habe oder wenn halt kurz mal Zeit ist. Und bei Twitch ist es ja ein bisschen mit an die Zeit gekoppelt. Ja, was ist als nächstes dran? Super Mario Bros. 1 habe ich erledigt, ist durch. Link's Awakening ist auch nicht mehr, ist auch nicht mehr viel. Das werde ich wahrscheinlich auch noch recht schnell beenden können. Als nächstes Projekt. Oh, wie sie da tanzen, das ist schön, an dem Feuer. Das sind doch schöne Bilder, oder? Ja, das sind alle nochmal vereint. Alle aus dem Spiel. Epona auch.
wie sie jetzt jede Musikrichtung in dem Spiel jetzt nochmal hier so irgendwie reinpacken. Von Marlon und so, von den Goronen. Echt cool. Einfach bezaubernd. Selbst König Zora ist da. Bei der Feier. Und er. Oh, da sind die Weisen noch einmal. Tja. Episches Ende. Noch eine kleine Endcredit-Scene. The End. Ja, das war's. Wie schön. Kann ich hier noch eigentlich was klicken? Nee, ne? Ja. Ist jetzt einfach ein Standbild. Gut. Alles klar. Ja, das war's. Ich glaube, es ist wirklich Standbild. Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Ich kann nichts drücken. Gut. Alles klar. Dann beenden wir das Spiel mit einem Standbild. Lustig. Also. Es war sehr schön. Wie gesagt, nächstes Projekt, nächstes Spiel ist schon in der Pipeline. Muss ich gucken, was genau das wird. Je nachdem, auf was ich jetzt als nächstes am meisten Bock habe. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Begleiten von diesem Herzensprojekt. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Projekt. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Und gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao.